Quatsch doch nicht die Mine, das scheiß Handelshaus will ich verschieben, du Hirsch. So, hier fährt doch eine Route hin und her. Ist das richtig? Genau du. Zeig mir die Route mal. Du fährst nur Salpeter hin und her. Das ändert sich jetzt. Zack. Okay. Perlen und Gold sind in Production. So, jetzt habe ich auch wieder genug Arbeitskräfte. Mein lieber Mann, das bringt einen doch ganz schön auf Trab. Die Hälfte ist schon geschafft. Passt, passt, passt. Passt. Die scheiß Brillen, die wollen mich verarschen. Immer noch minus eins. Ja, dann haben die aber was gegen dich, du. Ja, ich weiß aber nicht was. Mal die Ausgangsmaterialien prüfen. Messing ist gut. Glas ist auch gut. Eigentlich müsste es funktionieren. Ich könnte jetzt noch eine weitere Brillenhalle bauen, aber... So. Zulieferung ist immer noch gut. Mann, 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 Mann. So. Jetzt stimmt's. Schmuck. Jetzt sind wir durch. Über den Berg. So, Kohle hast du wahrscheinlich genug auf der Insel. Ja. Gold. Kohle? Oder gar nicht. Da sauf ich drin. Okay, gut. Ja, das passt ja, weil. Dann mit Gold, dann produzierst du die Goldgedöns, die, davon habe ich 3 Stück. Ich habe eine Kohleproduktion von 34 und liefer noch zu. Achso, ja gut, sollte reichen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja. Kann ich doch eigentlich verschieben ohne. Naja, doch. Dann baue ich noch eine Perlenfarm. Ach, das ist der Gas-Zeppelin. Apropos Gas. Ja. Wollten wir nicht irgendwie Zeppelin-technisch irgendwas machen? Neue bauen. Ja. Wollten wir, ne? Ja. Uns fehlt aber das Gas, ne? Ja. Das ist schlecht, ne? Das ist ein bisschen schlecht. Es verkauft aber auch keiner von den Handels da Gas, ne? Gas wird natürlich nicht verkauft. Nee. So viel Luxus haben wir dann noch nicht. Erwarten neue Horizonte. Ich könnte ja mal ein Experiment machen. Ja. Ich setze jetzt einfach mal Gas in den Einkauf. Okay. Nur so als Experiment. 50 Tonnen. Und dann schauen wir mal. Wobei, fahren in der Arktis überhaupt die freien Händler rum?
Ich glaube nicht. Doch, natürlich. Wir haben doch den... Weiß ich nicht. Der Inuit-Fuzzi, der da rumfährt, oder stimmt. Nicht? Stimmt. Sehen stimmt, Sie den stimmt. Bogen beim Lager? Haben Sie noch andere gesehen? Hm. Wir haben unsere Angst besiegt. Na denn. Und ich dachte, wir würden unabhängig. Ach, minus zwei jetzt auf einmal. Oh, Leute. Oh, da kommen 200 Tonnen Kaffee. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Ja, ja. Du. So, wenn du jetzt noch den Kakao... Nee, Kakao ist gut. Schokolade ist sehr gut. Ich glaube, wir sind über den Berg. Mhm. Boah, das ist... Haha, Melonen gerade angekommen hier. Zack. Muss jetzt nochmal gucken, dass das kein Luxusbedürfnis von den Fuzzis hier ist. Nee. Würde mich dann auch nicht wundern mehr. Aber warte mal, von den Muttersöhnchen. Ja, die auf jeden Fall. Die wollen das. Auf ihren Befehl. Das hat sich ja gelohnt, dass ich das gebaut habe. Mensch. So, dann produzieren die jetzt auch nochmal mehr. Sehr schön. Kannst du mir bei Gelegenheit ein bisschen Kautschuk liefern? Ich glaube, ich produziere das nicht mal, aber ja. Also kontinuierlich als Route, ne? Okay, ja. Dann könnte ich nämlich mit den Hochrädern starten. Ja. Hochräder würden nochmal plus 38 und bei den anderen sogar plus 87. Ja. Warum habe ich Kautschuk plus 2? Produziert irgendein Item wieder irgendwas? Ja, bestimmt. Ja, habe ich 480 Tonnen hier rumfliegen. Ja, ich befürchte, dafür werde ich dann ein bisschen mehr brauchen. Production. Ja. Warte mal, ist mein Schiff mit Liebe eigentlich wieder bei dir angekommen? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Die Melonen sind da. Habe ich schon zurückgeschickt. Okay. Also ich brauche eine Produktion von 13 mein Hochräder. Okay, dann... Aber der ist mausetot. Was? Bitte? Schiff unter Beschuss. Ja, das war... Die hat uns den Krieg erklärt und eines ihrer Schiffe stand mitten in unserer Angriffsflotte. Ja, also sie hat ja drei Schiffe gerade draußen. Da muss man ja aufpassen hier. Ja, ja, ich fühle mich richtig bedroht. Will ich es zu Ende bringen. Guck mal, die hat sogar gar kein Geld verlangt für den Friedensvertrag. Beängstigend, ja, sehr beängstigend. Die drei Schiffe Wahnsinn. Da. Hallo. Oh Gottes so, Willen. Hochräder. Erfordert Elektrizität. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss die... So, was wollt ihr? Ja, Kautschuk hast du gesagt. Okay, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk. Ja, mach dir keinen Stress. Ich baue die Produktion jetzt nicht direkt auf. Ja. Ich will es nur schon mal vorbereiten, soweit. Ach so, fehlende Fruchtbarkeit. Weil eigentlich es fehlt nur der Kautschuk, dann könnte ich schon loslegen, weißt du? Aber ja. Mach dir keinen Stress. Alles gut. Hier ist Kautschuk, okay. Ja, macht eh Sinn, die Insel hier vielleicht auch aufzubauen, von da aus. Ein neuer Auftrag? Ach, da unten habe ich noch ein Kraftwerk. Aber diese Hochradwerkhallen sind doch so groß, ne? Ach du Scheiße.
muss dieses blöde Institut woanders hinschieben. Aber wo? Ach ja, guck. Hier. Alter, was ist denn heute? Du Glückspilz trägst immer noch den Kopf auf den Schultern. Die sind ja heute wieder extrem freundlich unterwegs, alle Mann. Könntest eigentlich mal kurz vorbeifahren, dann wäre das Ding erledigt. Das stimmt eigentlich, ja, jetzt habe ich angenommen. Ja, egal, beim nächsten Mal. Und wie es mit Enhalo weitergeht, das erfahrt ihr. Genau. Das da ist die N. Die N ist von Grund auf eigentlich ein ganz liebes Mädchen. Wenn das Wörtchen, aber wenn manchmal, ich, dann tut sie so Dinge. Verbotene Dinge. Oh Gott. Klingt komisch. Ist aber so. Also mit 4 Hochradwerkkeilen ist es tatsächlich schon getan. Das ist ja interessant. Wir wollen alle einen Anteil haben. Was ist falsch daran? Tja, was ist falsch daran, ja. Verstehst du? Sieh, Seffe. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Überwältigend. So. Die Fliege mit Liebe ist wieder da. Oh, sehr schön. Da ist sie. Für deine Kautschuk-Geschichte habe ich dir nicht ein Schiff geschickt gehabt? Kautschuk. Ja, ich schicke dir trotzdem erstmal schon mal das rüber, was ich habe. Ja, da steht er. Die Tapferkeit steht in Newington im Hafen. Kap Metropolis. Der Druck im Kessel. Warte mal, denn hier kriegst du gleich alles Kautschuk. Zack, 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 zack. Und lol. Okay. Zack, rein damit und rüber damit. Kap. So. Dann hast du erstmal 500 Tonnen. Ich glaube, damit komme ich erstmal für die ersten 10 Minuten hin. Ich kann ja mal die Hochradwerkhallen anschmeißen und dir sagen, was ich für einen Grundverbrauch habe. Wäre eine Idee. Ich habe einen Grundverbrauch an Kautschuk von 15. Okay. Anna, plump, plump, plump. Ja. Wie Sie sehen, ist mein Familienvermögen beachtlich. Ja. Alter. Der quatscht sich hier eine Scheiße. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ihr mir Halle Deutschland auf den Puffer geht, ey. Das ist unglaublich. Ja. Haben wir eine Polarwacht im. Ja, haben wir. Es mangelt an Arbeitskraft. Was mangelt? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zu. Ach ja, Mais gibt's ja hier nicht. Ach, ich bin auch falsch. Ups. Mais? Malpf. Mais. Bananen. Bananen. Mais.
Gasschiff. Wie viel Gas habe ich denn hier? Okay. Wie viele Luftschiffe hatten wir gesagt, brauchen wir? Haben wir da eine Zahl genannt? Eine Menge, glaube ja. ich. Ja. Für die wichtigsten Routen haben wir eine Zahl genannt gehabt. Oh Gott, das waren einige. Das waren ein paar. Vier. Mindestens. Vier, warte mal, vier. Nicht sogar mehr. Locker 6 Stück. Das Problem ist, ich habe jetzt mittlerweile festgestellt, das Problem ist nicht die Ressourcen für die Luftschiffe, sondern Einfluss. Obwohl, wir haben 20 Einfluss. Hey. Ja. Wo kommt der Einfluss her? Wir sind gerade Level up. Oh geil. Echt? 53. Wow. So, so kriegen die jetzt ihre Frühstücksserialien her und dann wollt ihr noch Ponchos. Klamotten. Wer braucht sowas? Bei den Temperaturen. Okay, Ponchos habe ich da drüben. Plus minus null. Okay, das ist schlecht. 2, 3, 4, 5. Ah, machen wir mal 6 draus, komm. So. Der Kaffee stabilisiert sich. Sehr cool. War ja auch notwendig. Tonnen Segel. Uff, uff, uff. Ah, jetzt ist das Fest ja hier vorbei. 150. Oh, jetzt muss ich mal gucken. 200, 250. Passt genau. So, Kaffee geht zur Neige. Okay, Produktion. Das passt genau. Ich habe jetzt mal in die Wege geleitet, dass wir 5 Luftschiffe produzieren können. Bitte. Okay. Ja. Wir nehmen jede Hilfe an. Ja, fotografieren kann ich. Ich kann fotografieren. Also ich produziere immer noch 29 Kaffee. Ich bin ein bisschen verwirrt. Auch ohne Fest. Ja, dann ist doch gut. Ziehen Sie es denn doch nicht mehr mit rein? Kann sein. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Oh, eine neue Kleinstadt. Oh. Ach, jetzt wollen die eine Feuerwehr haben. Oh, Leute. Alles bereit. Also ich habe jetzt mal ein Dampfschiff aus dem Kap so mit 300 Tonnen Gas. Alter! 300, mit 300 Tonnen Gas in die Arktis geschickt. Ich habe immer noch 200 Tonnen hier übrig. Okay. Und für die Produktion, wir lassen den jetzt noch 2-3 Mal fliegen. Ja. Und dann halten wir die Route mal an und produzieren die 5 Luftschiffe. Und dann können sie weiterfahren. Das ist ein Wort. Wenn die Dudskis hier mal für 10 Minuten keinen Strom haben, tut das Ding keinen Zacken aus der Krone brechen. Das mögen wir doch so hoffen. Aber die Luftschiffe brauchen wir, machen wir uns nichts vor. Die brauchen wir. Ja. Positiver Nebeneffekt, wenn wir anfangen, die Handelsrouten, zumindest die wichtigen, mit Luftschiffen zu bestücken, können wir ja die Dampffrachter dann einmotten und dann sparen wir wieder ein bisschen Einfluss. Das stimmt. Haben die Luftschiffe eigentlich Item-Slots? Ach ja, ich bin immer wieder zwei so Stück. Clever. Das ist jetzt die Frage, ob so ein Propeller... Ein Propeller! Uns fehlen Arbeitskräfte. Wo? In der Arktis. Ja, ich weiß warum. Und zwar massig. Okay. Ja, ich guck mal gleich. Woran liegt das denn? Woran die haben die keine Öllampen mehr. Und Pemmikan ist auch alle.
Okay, guck ich gleich mal, ja. Das mit dem Pemmikan kann ich mir vorstellen, woran das liegt. Ja gut, aber neue Befehle. Ihr Schiff ist das ist ein teuflischer Kreislauf. Verkaufst du Pemmikan? Ja, okay. Also. Weil ohne Pemmikan keine Arbeitskräfte und ohne Arbeitskräfte kein Pemmikan ist. Handelsroute von da nach da. Das ist immer der Nachteil, wenn du so viel zu tun hast, ja, dann fällt irgendwann mal irgendwann was. Geht's irgendwas kaputt, ja. Was wollte ich? Poncho für die Bevölkerung. Mhm. So, ich habe jetzt in der Arktis einfach mal zum Admirälchen eine Handelsroute erstellt mit dem Führungsschiff. Ja. Und der holt jetzt immer mal wieder ein bisschen Pemmikan. Pelikane. Der holt jetzt ein bisschen Pelikan, ja. Aber warte mal, ich hätte ja auch gleich ein paar Öllampen dazu tun können, ne? Das wäre ganz nett. Verkauft er gar nicht. Schelm. So, mehr Gebäude brauche ich hier. Tut er. Bauen wir die Route um. So, haben sie jetzt alles. Klamotten, Essen, Rum wollte er haben. Oh, nee, gibt's nicht. So, ich kaufe jetzt Öllampen zu und Pemmikan. Bleibt uns jetzt gerade mal nichts anderes übrig. So, Items. Haben wir doch bestimmt Items für Kautschuk. Kautschuk, ja. Plus 12%. Das ist ja nicht viel. Ah, auch nicht viel. Nee. Ist nicht so das Wahre. Nicht. Oder würde ich? Gucken wir mal, finden wir bestimmt ein Item. Wo produziere ich denn meine? Ach, hier hätte ich aber ein Item. Pelzmantel. Flachkreuzer bereit. Ach, da unten. Alter, was eine Produktion. Kleidung sollte nie als Zeichen des Status getragen werden. Dein Geschwätz sollte nie als Status von Intelligenz gezählt werden. Kampfdeck bereit machen. Ah, guck mal, Kautschuk. Wunderbar. Ja, ganz wenig. Träumchen, schicke ich dir wieder zurück. Also nicht den Kautschuk, sondern das Schiff. Ja, bitte. Schiff zur Hexe und Kautschuk ins Meer geworfen. Wo ist der Plan? Oh Gott, nee. Kann ich mehr. Tja, ich glaube, das war gerade. Wir haben eine stabile Versorgungskette eingerichtet. Warum seid ihr unzufrieden? Warum? Warum ihr meckern? Ich rackere mich ab. Was machen und bekomme sie? Nichts dafür.
Zufriedenheit. Das Volk gefällt die Kargheit ihrer Stadt nicht. Oh. Warte. Kargheit. Wofür brauche ich nochmal Holzfurnier? Genieße den goldenen Käfig, den du für dich gebaut hast. Was für ein Käfig? Hä? Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Herr Wachtmeister. Brauche ich denn Holz von hier? Ach du Scheiße. So. Ich habe gerade mal die Produktionskette der Dampfwagen angeklickt. Produktionskette? Ja. Ja, die auch. Die Produktionskette. Oh mein Gott, ich habe das Item mal gefunden. Ja, das ist fett. Jetzt geht's rund. Einkaufen, bitte, sofort, schnell, bevor das weg... Ist nicht dein Ernst! Das gibt's doch nicht! Ist jetzt ernsthaft... Ist wer... Minus... Esse... Minus 100% Unterhaltskosten. Wow, cool. Minus 100% Arbeitsaufkommen hier. Für, ne? Weißt du doch, hier. Ja, ja, ja. Also umsonst arbeiten für die Goldminen hier. Ja, weg. Sag ich jetzt nichts. Ja. Das ist doch. Dann hole ich mir den Klaus hier. So. Ach, guck mal. Das zack, 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 zack. So. Ast rein. So macht man das also. Bist du hier, um zu helfen? Da baue ich noch eine Bushaltestelle rein, die natürlich nicht reinpasst. Neue Befehle? Bereit zum Einsatz! Tag, Herr Ingenieur. Kreuzer auf dem Weg!